Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Nun, in diesem Video möchte ich euch gerne meine Lieblingsbilder aus dem Oktober 2018 zeigen. Die Wahl ist mir natürlich nicht leicht gefallen, aber ich habe es hinterher doch noch geschafft. Nun, hier haben wir zunächst eine Playboy-Parfümflasche. Da finde ich zum einen diese Reflexion hier vorne ziemlich gelungen. Wie auch die Beleuchtung der Tischplatte und den unscharfen Hintergrund. So, dann gehen wir mal weiter. Hier ist das Herbstfoto, was ich neulich gemacht hatte, mit den Kürbissen und der kleinen Holzbank. Diese Holzbank hat auch noch eine andere große Rolle gespielt, nämlich bei den ganzen Hundefotos. Dieses Bild macht einen guten Eindruck, besonders wenn man die beiden Fäuste sieht. Ich habe das Bild monochrom gemacht, damit es noch besser wirkt. Dies war ein Foto vom Sonnenaufgang und hier sieht man auch nochmal den Sonnenaufgang, nur mit einem anderen Baum im Vordergrund. Hier kann man den kleinen Baum sehen von gerade. Nun, das war mein erstes Hundeporträt und da sehen wir auch schon wieder die Holzbank. Und dies war ein Bild, welches ich zum Halloween-Special gemacht habe. Da ist der kleine Kürbis mit Grablichter. Den Nebel habe ich hinterher mit Photoshop hinzugefügt. Diese Birke habe ich bei uns am Fan fotografiert. Da finde ich den Kontrast hier mit dem Himmel sehr schön. Dieses Bild entstand an einem Waldrand. Da stand ein Liegestuhl unter einem Apfelbaum, wird das wohl sein. Dies ist das Bild aus der Levitationaufnahme. Das hat so funktioniert, dass man hier Zahnstocher reinsteckt. Aber dazu findet ihr auch ein Video auf meinem Kanal. Also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr dies gerne angucken. Da war ein weiteres Hundeshooting. Ich finde hier, Gesichtsausdruck stark. Hier sieht man schön die Reflexion von der Softbox. Das gefällt mir sehr. Und das habe ich heute noch gemacht mit einem zweiten Blitz. Und ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Nun, da waren wir auch schon durch. Welches Foto hat euch am besten gefallen? Ich lese gerne eure Meinung. Dann danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!